Hello everyone, hier ist Sandirella. Leute, heute geht es um etwas, was eure Sexiness so richtig rausbringt. Leute, heute bekommt ihr von mir ein Geheimnis, das man eigentlich nur in Hollywood benutzt. Heute geht es um das 9+Ultra, yeah? Okay, today we're gonna talk about Volumen, Leute. Und ich fand das ganz wichtig, ja. Ich meine, ich weiß, ihr seid alle schminken und so, aber Leute, Volumen macht euch Sexiness. Okay, so, habe ich überlegt, wie ich euch das am besten zeige, ja. Also ich meine, ich habe Tage, da ist mein Volumen besser als am Tag zuvor. Und manchmal habe ich Tage, da ist das Volumen noch besser. Ich übertreffe mich immer, ja. Aber heute möchte ich euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie das richtig geht. Natürlich ist es mir nicht möglich, ja, mein Volumen für euch jetzt erstmal rauszumachen, Leute, weil ich habe Volumen. Ich bin Volumen pur. Okay, Leute? Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Okay, first step, Leute, ja. Ihr müsst natürlich auch erstmal Haare haben. Wenn ihr keine Haare auf dem Kopf habt, Leute, dann kann ich euch nicht helfen. Kauft euch welche, okay? Gut. Wenn ihr Haare habt, dann müsst ihr natürlich erstmal Naturvolumen haben. Habt ihr das nicht, dann müsst ihr echt Glück haben. Ich persönlich habe seit der Geburt von mir Volumen, ja. Die natürliche Sexiness und das Volumen. Und das unterstreiche ich natürlich noch. Als Make-up-Artist habe ich auch eine Hairstylist-Ausbildung seit meiner Geburt. Und ich möchte euch heute die Produkte zeigen, womit ich das so hinkriege, Leute. Okay, so, bleibt dran. Okay, Leute, schön. Wir fangen an. In Hollywood habe ich ein wunderbares Volumenpuder, okay? Aber mein Koffer ist da noch. Deswegen gab mir jetzt Sandra eins von Balea. Trend it up. Und das riecht nach Erdbeeren, Strawberry, you know. Also es riecht wirklich ganz gut. Und damit kriegt man die Haare näher hin, ja. Also für euch da draußen völlig ausreichend, okay? So, das Wichtige daran ist, es richtig aufzutragen, okay? Also zeige ich euch das jetzt mal, wie man das richtig macht. Da sind Löcher drin. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr das nur am Ansatz auftragt, ja. Ich mache das so. Okay, guys. Okay, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie der natürliche Schwung meines Armes und meiner Finger hier so drüber glitt? Leute, das muss man erstmal können. Viele versteifen sich dann und machen so... Leute, no way. Ihr braucht dazu wirklich diesen ganz, ganz natürlichen Schwung. Und habt ihr das dann, seht ihr, wie meine Haare direkt schon wieder... voluminös. Okay, Leute. So, das ist Schritt 1. Schritt 1. Und dann müsst ihr mit euren Fingern rein und die Haare massieren. Ihr müsst die Haare massieren und das Volumen holen. Volumen. Volumen. Glaubt nicht, dass ich verrückt bin, Leute, aber guckt euch mal das an. Leute. Leute, und zum Schluss haben wir noch Hairspray. Das sprüht ihr euch noch ins Haar. Yeah, Leute. Und dann noch einmal mit Love in die Haare, um das Volumen zu holen. Und Leute, guckt euch das Ergebnis an. Leute, Volumen and Sexiness. That's Sexiness. Okay, girls? So, holt euch die Sachen und probiert selbst.